Resident Evil Revelations. Wo bist du hin? Da bist du. Ey! Ihr seht es kommen, die Bewertung für meine Trefferquote wird diese Runde komplett im Arsch sein. Dich nehme ich mit. Ah! Na los. Und weg. Ein grünes Kraut. Oh nö. Nicht du. Na, wo bist du? Geh weg, du versperrst die Sicht auf den Goldfisch. Warum habe ich nichts für die Schrotflinte? Die könnte ich nämlich jetzt im Moment viel eher gebrauchen. Okay. Der ist im Eimer. Kann ich, da hinten ist nur ein einzelner Raum. Dann gehe ich doch erstmal rein. Ich will ja wissen, was wir da haben. Und was haben wir hier? Nein! Ah, mit dir habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Geh weg! Stirb! Waffe wechseln? Eigentlich nicht. Spezialzubehör. Das ist eine neue Knarre. Dafür müsste ich aber eine weggeben. Ich will aber keine weggeben. Ich brauche eine Kiste. Und das ganz schnell. Okay, ich gehe jetzt erstmal weiter in der Hoffnung, dass ich eine Kiste kriege. Und muss ich dann im späteren Verlauf dieser Etappe dann erstmal wieder... Ah nee, muss ja unten her. Muss ich dann wieder zurück. Um mir dann so gesehen diese lustige neue Pistole zu holen oder Trepperspritze oder dicke Wumme. Keine Ahnung, wie ihr das schimpfen wollt. Haben wir unten noch irgendwas? Das war ja klar. Moment. Ist nichts mehr? Da. Irgendwo hier. Na, wo bist du? Ach, auf der anderen Seite. Schrotmunition! Jawoll, ja! Na, schade, diesmal ist da nix. Man da irgendwas? Nee. Eine Schockgranate. Auch nett. Wohin kommen wir denn hier? Gehe ich da jetzt erst hin, oder? Schon okay, ich hab's jetzt. Ach, guck an, da hinten ist er. Munitionskiste fürs MG. Gut, hier. Memo aus dem Maschinenraum. Um die Energie wiederherzustellen, ist das richtige Timing erforderlich. Zwei Schlüssel müssen gleichzeitig verwendet werden. Nur für den Fall, dass ich den Neustartschlüssel verlege. Du weißt schon, wohin. Nein? Mann, du musst wirklich mal einen Zahn zulegen. Aha. Also irgendwas mit 10. Ob es da oben vielleicht irgendwie... Jetzt ist da offen... Jetzt ist unten wieder zu, aber da brauche ich jetzt ja auch nicht her. Wo sind die Schlüssel? So ein Mist.
Ich glaube, man muss beide gleichzeitig starten. Jo. Dann brauchen wir wirklich den Schlüssel. Neustart Schlüssel suchen. Na dann. Gehen wir erstmal hier weiter. Von daher bin ich gekommen. Jetzt kann ich hier runter. Ich hoffe, ich sterbe gleich nicht, weil ich die ganze Zeit jetzt hier etwas angeschlagen rumrenne. Wäre nämlich doch etwas peinlich. Hier haben wir scheinbar sonst nichts. Vielleicht dann hier auf der anderen Seite. Na? Und das war's. Noch eine Schockgranate. Sie öffnet sich nicht. Na, wunderfein. Was für ein Scheiß. Jetzt müsste ich rein theoretisch den ganzen Weg... Nee, will ich aber nicht. Ich gehe jetzt hier oben her zurück. Hatte ich nicht am Anfang irgendwo eine Kiste? Was ist jetzt, wenn ich den hier umlege? Der Raum ist noch immer voller Dampf. Versuche es woanders. So, jetzt ist hier oben wieder an. Jetzt ist unten an. So. Ist hier oben aus. Ah, der ist direkt ja von C auf B umgesprungen, dass ich hier oben her konnte. Jetzt ist A. Ach, das ist der eine Raum am Anfang. Das ist ja praktisch, muss ja eh zurück. Oder wollte eh zurück. Das hört sich nicht gut an von der Musik. Ich habe schlimme Befürchtungen, dass gleich irgendein Scheiß kommt, der mich aus dem Leben pustet. Ich nehme jetzt eine Heilung, das ist mir sicherer. Und ich will da oben dran, verdammte Hacke. Da warst du. Schrotmunition. Schockgranate. Oder sonst noch was? Nee. Einmal das Zahnrad, was ich brauche. Aber bevor ich jetzt das Ding da benutze, ich gehe jetzt einmal ganz schnell zurück. Tut mir leid. Ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwo nicht doch eine Kiste war. Oh. Ich bin hier gerade noch mal zurückgelaufen, was mitnehmen und so und sowas halt. Alles gut, ich bin gleich wieder da. Vor allen Dingen, ich kann jetzt nämlich auch eine Waffe weglegen. Betäuben 1, Schaden 2. Na, hallo. Achso, Schaden 2 hatte ich hier drin. Im Mannshop hatte ich hier drin. Was bringt Betäuben? Erhöht die Fähigkeit, den Feind zu betäuben um 50%. Raus mit dem Mannstopp. Und rein mit Betäuben. Dauerstun. Würde ich sowas schimpfen. Einmal das. Und dann können wir hier den Schaden 2 wieder reinäumeln. Und hier packen wir mal das Stoppen rein und diese Waffe, die packen wir jetzt erstmal raus. In der Hoffnung, dass es jetzt keine Fehlentscheidung ist. In solchen Momenten wünschte ich mir so einen Punkt zum Zwischenspeichern. Das wäre nämlich echt praktisch. So, jetzt ab zum Ventil. Und mit etwas Glück kann ich jetzt das Ding hier nämlich
komplett ausschalten. Yo! Wasserdampf ist aus und damit beschwöre ich jetzt bestimmt irgendeine große Katastrophe. Und ich möchte das Ding da haben. Wie zum Henker soll ich da drankommen? Was sind das für Geräusche? Ruhe. Das ist ja noch einer. Raus. Oh nö. Okay, das habe ich nicht mitnehmen können. Bin gerade am Überlegen. Jetzt muss ich einmal hier oben her. Till, hier ist alles kurz und klein. Ich versuche mein Glück. Ich melde mich, wenn es klappt. Ja, was willst du denn überhaupt machen ohne Schlüssel? Wir drehen uns im Kreis. Bist du okay? Ja. Sich im Kreis zu drehen scheint hier unsere Hauptbeschäftigung zu sein. Oder komische Viecher abzuschießen. Ah, Schrotflinte ist bei den Dingern noch weitaus besser. Na, willst du rauskommen? Oder muss ich reinkommen? Du lebst immer noch? Nein! Komm her! Komm her! Wo bist du? Na, also, so ist es brav. Und jetzt kann ich da drüben nämlich hin und mir die neue Waffe holen, ohne eine andere wegzuschmeißen. AUG. Oh, die benutzt die gleiche Munition. Ich hab's mir irgendwie schon gedacht. Ich hätte die SMG rausschmeißen sollen. Das wäre besser gewesen. Aber das sieht lustig aus. Na, jetzt habe ich ein Problem. Wenn mir jetzt die Maschinenpistole ausgeht, dann habe ich für die AUG gleichzeitig auch nichts mehr und nur noch die Schrotflinte. Zahnrad eingesetzt. So, das heißt, ich kann jetzt aufs lustige Knöpfchen drücken. Tatrata, da ist etwas drinnen. Ein Riesenschnuller. Oder ein Neustartschlüssel. Auch gut. Nehme ich den erstmal. Na, so ein Zufall. Oh, ich glaube, ich bin gerade eben ein bisschen falsch gelaufen. Oh, dann gehe ich halt hier, ja, ist ja nicht so schlimm. Gehe ich halt einmal außen rum. So. Hier sollte es jetzt eigentlich leer sein. Kann ich jetzt ohne Probleme an der Seite herrennen. Hoch und dann bin ich auch schon da. Bringen wir das Ding endlich in Gang. In Position. Ja, ich bin schon unterwegs. Und um das Ganze natürlich noch ein bisschen anzuheizen, kommen jetzt über die Lüftungsrohre tausend an Monster gleichzeitig, die uns dann, während wir gleichzeitig die umlegen müssen, natürlich auch noch belästigen tun.
Oder aber man macht's per Movie-Sequenz. Na, so gut wie neu. Was zum... Am Arsch. Was war das? Ein Problem. Oh nu? Scheiße. Uns läuft die Zeit weg. Verdammt. Jill, es hört nicht auf. Ich würde mal sagen, die sind da so leicht in der Falle. 66%? Och nö. Oh, das reißt die ganze Episodenstatistik so dermaßen runter. Ach gut. Naja, halbe Stunde hat's gedauert. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann in Kapitel 5.3 wieder.